Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video von der diesjährigen Product & Sound. Wir stehen hier an dem Stand von Beckhoff, einem Stand, von dem ich ehrlich gesagt noch nie was gehört habe, der mir sehr interessant scheint. Und wir haben neben mir ein neues Gesicht auf meinem Kanal. Stell dich doch mal eben kurz vor. Mein Name ist Michel Matuschke, ich bin Branchenmanager bei der Firma Beckhoff für den Bereich Entertainment-Technik. Wir bei Beckhoff machen eine Steuerungstechnik, die man im industriellen Bereich einsetzt. Und die ist auch seit 10, 15 Jahren im Bereich der Entertainment-Technik sehr starken Einsatz findet. Immer mehr Systemintegratoren nutzen uns dort. Und seit 5, 6 Jahren sind wir auch Aussteller bei der ProLight & Sound. Wir unterteilen unseren Bereich ungefähr in 4 Hauptbereiche, nämlich die Bereiche Stage Industry, welches Fixinstallationen sind im Bereich Theater, Konzerthallen oder auch Musicals und Cruise Line Ships. Den Bereich Showindustrie, was bedeutet mobile Installationen, die beweglich sind. Den Bereich Unique Applications, was bedeutet, das sind künstlerische Installationen, bei denen es sehr darum geht, die Kreativität technisch umzusetzen. Und der letzte Bereich ist Entertainment Industrie, was eigentlich die klassischen Themenparks sind, die im amerikanischen und asiatischen Raum sehr starke Verbreitung haben. In diesen 4 Hauptbereichen arbeiten unsere Kunden und werden technische Lösungen realisiert. Technologisch benutzen unsere Kunden 4 Hauptbereiche. Das sind bewegte Objekte, Lichttechnik, AV-Medientechnik und Building Automation. Auf die beiden Bereiche bewegte Objekte und Lichttechnik wollen wir einmal kurz näher eingehen. Im Bereich bewegte Objekte geht es um jegliche Art von Bühnenmaschinerie. Hier bieten wir dem Kunden von einfacher Antriebstechnik bis komplexer Antriebstechnik, die auch mit Sicherheitstechnik integriert ist, alle Möglichkeiten, um Lösungen zu realisieren. Zum Thema Lichttechnik einmal kurz eine Demonstration. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Bediensituationen zu integrieren. Es können unsere Steuerungen genutzt werden und dazu dann in Kombination auch jegliche Art von Lichtkonsolen zum Beispiel. Wir haben DMX, Streaming ACN und ArtNet als Protokolle im Lichtbereich zum Beispiel, die wir unterstützen, die wir einlesen und ausgeben können. Und übergelagert wird unsere Steuerung sehr oft im Theaterbereich dafür genutzt oder auch in Konferenzzentren, um eine Hierarchieordnung aufzubauen. Wir haben zum Beispiel ein Master-Kontrollpult, über den wir jetzt die verschiedenen Signale für zum Beispiel eine Lichtquelle freischalten können. Im Moment wären jetzt zum Beispiel alle Lichtschaltstellen disabled und ich muss erstmal aktiv enablen, dass zum Beispiel ein Lichtschalter, der für ein Putzlicht aktiv ist, während einer Show auch aktiv oder disabled ist. Also im Show-Mode sage ich dann zum Beispiel, der Lichtswitch darf nicht benutzt werden, weil nicht aus Versehen einer drankommen kann. Ich kann andere Schaltstellen halt eben noch dazustellen, wie zum Beispiel diese Schaltquelle hier vorne oder auch andere Schaltstellen im Schaltschrank und kann das Ganze natürlich auch mit einer Lichtkonsole kombinieren und habe so eine komplette Flexibilität. Eine weitere Demo, die wir auf der Messe neu zeigen, ist das Thema POSI StageNet. Dieses ist ein Protokoll, was auch die Firma Emma Lighting führend mitentwickelt hat und welches wir in Zusammenarbeit mit Emma Lighting in eine schöne Demo gepackt haben. Die Demo besteht aus einem Emma-On-PC und 2 Clay-Parky-Lampen, welche positionsgerecht verfahren werden können. Und die Positionen kann ich im Backoff-System über verschiedene Möglichkeiten erzeugen. Wir haben einfach mal 4 Möglichkeiten beispielhaft ausgeführt. Das eine ist ein Kinect-Sensor, den wir gleich zeigen, von der Xbox, den wir einfach an unserer PC-basierte Steuerung angeschlossen haben. Das andere sind Positionsdaten über Lichtschranken, ein Feedback-System, was man manuell bedienen kann und einfach mal einen Motor. Fangen wir mit der Kinect an. Die Kinect hat mich getrackt und die Lampen verfolgen mich jetzt automatisch, indem ich mich bewege und wir einfach gesagt haben, die Position soll immer ungefähr auf Kopfhöhe sein und so kann ich jetzt halt eben mit den Lampen automatisch ein Objekt, was von solch einem Kinect-Sensor getrackt wurde, verfolgen. Eine andere Möglichkeit ist halt eben zu sagen, ich gehe auf Sensoren, wir haben hier Lichtschranken, standardindustrielle Lichtschranken und jetzt kann zum Beispiel ein Bühnenwagen kommen und kann durch die Lichtschranke durchfahren und dann fährt die Lampe auf eine bestimmte Position oder bei einer anderen Lichtschranke einfach auf eine andere Position, das kann ich dann halt eben frei programmieren, das ist einfach erstmal nur eine Demo und das ganze Thema PSN, muss man sagen, erfreut sich auf dieser Messe sehr großer Beliebtheit, andere Hersteller zeigen das auch und es scheint doch ein Zukunftsthema zu sein.